Hello. Hello from Panama. Wir sind gestern über die Grenze gekommen. Sie sind in Boquete. Und sie sagen hier, das ist die kleine Schweiz von Panama. Sehr herzig. Ich glaube es. Wir haben uns gerade entschieden, dass wir auf einen Vulkan gehen. Zu welcher Zeit? wir wollen bei Sonnenaufgang oben sein, das heisst, wir müssen hier um 12 Uhr in der Nacht starten. Es sind 1200 Höhenmeter, die wir machen. Es wird hart. Und es ist etwa 4 Grad dort oben. Und es ist 3.500 Meter hoch. Das ist der höchste Punkt in Panama. Und wenn wir Glück haben, sehen wir den Atlantik und den Pazifik gleichzeitig. Wenn wir Glück haben. Vielleicht sehen wir einfach wieder eine Woche. Ja. Jetzt sind wir noch ein bisschen am Planen. Und am Essen. Es ist 3:30 Uhr. Es ist schon ein kleines Bett. Ja. What are we doing, man? We can do this. Wir haben Stirnlampen gekauft. Wir sind ready. Schau, unser Toasthügel. Ich glaube, das lernt nicht. Der Toasthügel für unser Sandwich. Jetzt gibt es noch ein kleines Salätchen um 6 Uhr. Und Pasta vor allem. Und Pasta, dass wir dann richtig viel Power haben. Und dann gibt es noch eine App. Dann gehen wir ins Bett. Are we ready? Ich glaube es. Es ist 8 Uhr am Abend. Naptime! Naptime! Gute Nacht! Bis dann! Bis um Mitternacht. ja, es ist 4:15 Uhr. Wir sind jetzt gerade vom Taxi hier ausgesetzt worden. Am Fuß vom Vulkan. Es ist schon jetzt recht kühl. Ja, aber es ist beruhigend. Taxifahrer hat gesagt, man soll immer anrufen, etwas ist, dann kommt sie so. Ja. Wir sind safe und auch unser Airbnb-Host weiss, wo wir sind. Genau. Also, machen wir uns auf den Weg. Yes. Let's do this. Wie fühlst du dich? Gut. Mir ist so heiß, wenn auch wieder kalt das Winter. Ja. Der Weg ist einfach so eine 4x4 Straße. Also man könnte auch mit dem Auto rauf. Und aber how boring would that be? Ja. Und jetzt laufen wir einfach die Straße rauf. Für die nächsten 5 Stunden. Hm. Hast du einen Skorpion gesehen? Aber noch kein Jaguar. Immer noch am Laufen. Wir haben gleich 3 Kilometer. Wir haben noch jemand anderes getroffen. Ich bin also nicht allein, der die crazy Idee hat. Wieso geht es jetzt ab? No! Nein! Come on! Oh mein Gott, es geht mega ab. Sind wir richtig? Ja, es war nur der Weg. Ne? Let me check. Drei Kilometer geschafft. Und ja, es ist vorhin runtergekommen. Und wieder rauf. Wie fühlst du dich? Gut. Hunger. Hunger? Ja, ich möchte etwas essen. Okay, essen wir etwas. Fast 5 Kilometer in. Spirits are still high. Energy is still here. Wir haben noch genug Snacks. Und wir sind motiviert. Und wir sehen nichts. Wir laufen jetzt schon seit... weiss nicht. Gefühlte halbe Stunde. Ohne dass wir das Schild gesehen haben. Wir wissen also nicht, wie viele Kilometer wir schon haben.
Schilder sind unsere Motivation vom einen zum anderen. Ja, und jetzt haben wir lange schon keins mehr gesehen. Aber ich glaube, es sind um die 6 Kilometer. Nein. Nicht? 5,5. Schade nicht. Tun wir es lieber täufchen. Nicht, dass wir enttäuscht sind, wenn wir beim nächsten Schild sind. Ja. Weiter geht's. Wo ist der Deckel? Du bist so schwach. Ich habe kein Schild gefunden. Aber ich wollte gleich eine Pause machen. Mhm. Let's go. Es ist 20 vor 4. Ich habe immer noch kein Schild gesehen. No sign of a sign. Aber laut All Trails App sind wir auf 3000 Meter oben. Also nur noch 500 Höhenmeter zu gehen. Making progress. Yes. Wieso geht es jetzt wieder runter? Okay, maybe more than 500. Warte mal auf. Ja, es ist mega schön, dass der Sternenhimmel ist. Man sieht sogar die Milchstraße und alles. Ja. Es ist so schön. Es ist plötzlich kalt geworden, wie nur etwas. Jetzt haben wir uns eingepackt. Die erste Schicht angelegt. Ah, schon Kappen an. Ja, wir haben noch mehr. Wir haben noch mehr dabei. Jetzt sind wir sicher schon 3200, oder? Ja. Und das ist 4:15. 4:15, ja, stimmt. Wann geht die Sonne auf? 20 ab 6 geht die Sonne auf. Ich glaube, wir sind perfekt in der Zeit. Mhm. 3260 Meter hoch. Höchster Punkt von Panama. Ich hoffe, wir sehen etwas. Ich hoffe auch. Ja, dass wir quasi in einer Woche rein. Das wäre mega schade. Aber jetzt mal warten, bis die Sonne kommt. Wir haben es geschafft. Auf. Pazifik. Dann ist der Pazifik, genau. Und Atlantik. Yay! Breakfast time. Peanut butter. Sogar das Kaffee haben wir mitgenommen. Es ist jetzt 7. Es
sind wir gemütlich noch zu mögeln. Und dann gehen wir wieder 5 Stunden ab. Es hat sich definitiv gelohnt, hier hochzukommen. Mega. Das ist wirklich sehr gutes Leben. Dafür sehen wir es jetzt. Ja. Wir haben es geschafft! Wir sind zurück. Aber gehen ist meistens schlimmer als rauf. Es ist so steil. Das haben wir wirklich nicht gesehen beim Rauf. Nein, mit der Taschenlampe ist alles flach, hat es mir gedacht. Oh mein Gott. Was auch ein gutes war für uns. So, suchen wir einen Bus und zurück ins Airbnb. Naptime.